Viele Ehrenamtliche engagieren sich in Kirche und Kirchengemeinde. Sie öffnen Kirchen für Gäste, läuten die Glocken zum Gottesdienst oder tragen Verantwortung im Gemeindekirchenrat, dem Leitungsgremium. Manche Ehrenamtlichen dürfen auch auf die Kanzel und predigen. Die ordinierten Predikanten, wie Fred René Hermann aus Elsterwerda. Manche sagen, René, du wolltest schon immer Pfarrer spielen, aber so würde ich es nicht sagen. Ich hatte einfach Spaß daran, tiefer wirklich in die Theologie einzusteigen und wollte das schaffen. Ich wollte dieses Studium, dachte, damit du fundiertes Wissen hast. Mit der Ordination ist der Pfarrer im Ehrenamt und darf kirchliche Aufgaben durchführen, wie sie sonst auch Pfarrerin oder Pfarrer tun. Taufen beerdigen, Hochzeiten feiern und das Abendmahl austeilen. Die Ausbildung beim kirchlichen Fernunterricht, dem KFU, ist nicht ohne. 16 Hausarbeiten, Prüfungen und Aufbaukurse, um die Ordination zu erhalten. Man hat eine fundierte theologische Ausbildung im Alten Testament, Neuen Testament, in Kirchengeschichte, in systematischer Theologie und. Das Einzige, was uns vielleicht fehlt, sind die Sprachen Hebräisch und Griechisch. Das war da nicht dabei. Für eine hauptamtliche Tätigkeit müssten Kirchengesetze geändert werden. Fred René Hermann wäre sofort dabei. Bei den Menschen sein, mit den Menschen Gottesdienste feiern. Also ich wäre der Erste, der Juhu schreien würde. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.